Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Family. Gerade zu Besuch bei Oma und Opa Johnson. Es ist gerade noch Winterfest und ja, es sieht vielleicht gerade ein bisschen harmonisch aus, aber es war nicht ganz so harmonisch, wie wir uns das vorgestellt haben, leider. Denn es hat zum Beispiel wieder gebrannt. Also diese Sims dürfen nicht glücklich sein. Ich sehe schon, wie wäre es, wenn du etwas grillen würdest zum Abend. Warum schläft Jeremy bei seiner Mutter im Bett? Das ist irgendwie ein bisschen wild. Okay, es gehen alle schon schlafen. Schade, Marmalade. Naja, könnte schlimmer sein. Dann ist wenigstens noch was. Es ist kein Bett mehr frei. Ups. Dann wird wohl auf der Couch ein Disco-Nickerchen gemacht, ha? Huh? You look good, girl. Aber wenn sie schon aufgestanden ist, dann können wir auch bei Jeremy schlafen. Oh, sie nimmt sich auch was von dem Essen. Immerhin. Familie Johnson ist schon komplett wach. Auch gut. Und die kleine Maus ist auch schon hier. Unbehagliche Begegnungen. Na super. Amaya ist dann auch mal wach. Also ich meine, es ist 7 Uhr. Ist jetzt nicht so, als wäre es total spät. Oh, und Celeste muss gleich zur Schule. Ups. Ich würde sie dieses Mal aber auch einfach mal wieder hinschicken. Weil sie kann ja jetzt nicht jeden Tag fehlen. Ne? Das fällt dann irgendwann doch ein bisschen sehr auf. Aber wir können ja sagen, dass sie gar keine Lust gerade hat. Sie ist zwar an sich fleißig und so. Also ich sag mal, wissbegierig ist sie wahrscheinlich schon sehr. Aber ich glaube, die Schule interessiert sie gerade einfach nicht so sehr. Sie hat einfach andere Prioritäten. Oh, Cherry muss anscheinend auch arbeiten. Ich würde sagen, dann begeben wir uns einfach mal nach Hause. Bertha hat auch schon Hunger. Stimmt, wir haben hier so ein Messerset bekommen. Das hängen wir natürlich auf. Und sie würde gerne joggen gehen, dann soll sie das doch einfach mal machen. Es ist zwar sehr frisch, aber ist schon okay. Sie fühlt sich gut und das ist das Wichtigste. Weißt du, jetzt wünscht sie sich, dass sie ein Feuer löschen muss. Wäre das mal letzte Nacht passiert, hä? So, wir haben ja hier unser Video. Darum müssen wir uns dann auch noch kümmern. Die Informationen gelangen dann nämlich an die Öffentlichkeit. Vielleicht schaffen wir es heute ja auch, Level 5 der Medienproduktionsfähigkeit zu bekommen. Nein, ich möchte nicht, dass du meine Nummer weitergibst, Cherry. So, weiter bearbeiten. Classic Workday. Oh, guck mal, sie hat sie erfahren. Oh, jawoll! Amaya hat die Medienproduktionsfähigkeit perfektioniert. Und nebenbei geht das Ding hier auch noch kaputt. Top. Sie hat sich wahrscheinlich so gefreut, dass sie das Ding erstmal zerschmettert hat. So, Celeste ist zurück und sie sieht sehr traurig aus. Vielleicht benutzt sie einfach mal diesen Zukunftswürfel nach Zukunft fragen. Das ist ja optimal. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Weil sie macht sich vielleicht daraus was, ne? Immerhin hat sie das ja geschenkt bekommen. Seite an Seite, klar. Mit Abstand, ja. Gestapelt, hm. Sie denkt sich jetzt so, hä? Steht eine strahlende Zukunft bevor. Hm. Ja, meinetwegen, stell ihn dahin. Auf jeden Fall fühlt sie sich jetzt direkt besser. Vielleicht hat sie die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet. Und dass ihre Mutter sich mit ihren Omas wieder versteht. Ich meine, das ist ja das, was wir uns alle wünschen eigentlich. Danach kann sie ja nächstes Video hypen. Und dann lädt sie das Video hoch. Promi-Level gesunken in dem Moment. Ernsthaft jetzt gerade? Wow. Oh, wen haben wir denn hier? Aber Amaya muss gleich arbeiten. Ist natürlich jetzt irgendwie unangenehm. Und warum hört sie jetzt so laute Musik? Stimmt, sie ist in irgendeine Phase eingetreten, ne? Laut. Hm. Wieso wollen die alle diesen Schnee hier schaufeln? Über unwohle Stimmung reden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich da vielleicht mal austauschen möchte. Cherry so, okay, ich komme euch jetzt auch mal besuchen. Das ist ja, also er hat richtig Bock darüber zu reden, ich sehe schon. Trotzdem war es positiv, hm. Vielleicht kann sie ja mit ihrem Vater mal ein bisschen Videospiele spielen. Ich meine, die Konsole ist jetzt ja noch relativ neu und macht man sowas doch mal, wenn der Vater zu Besuch ist, oder? Cherry kundschaftet erstmal das Haus aus und redet mit Bertha. Na super. Ich glaube, sie denkt sich auch nur so, ist das wirklich sicher hier? Die beiden haben scheinbar eine gute Zeit. Das ist süß. Süß. Hallo Elaine? Sie möchte ein Geschenk uns geben. Was total Sinn ergibt, war gestern mal Winterfest und in der Mail war ja nichts und puh, was bekommt sie? Oh mein Gott, das macht schon wieder alles Sinn. Einmal DJ Candy. Ja, stellen wir mal hier aufs Regal einfach. Oh mein Gott, das ergibt schon wieder so viel Sinn. Ja, dann könnt ihr ja auch mal miteinander reden, ne? Die haben einfach fast dieselbe Frisur. Ja, ne? Also, vielleicht ist das heute jetzt einfach mal der Moment. Weil Elaine ist jetzt ja auch hier hingekommen. Natürlich auch in dem Wissen, dass Amaya jeden Moment zurückkommen wird. Und sie sehen könnte, wie sie eben mit ihrer Tochter interagiert. Ich bin irgendwie aufgeregt. Und Amaya kommt nach Hause und denkt sich, was ist hier los? Dieser Blick. Und jetzt sagt sie, Celeste, du gehst jetzt sofort ins Bett. Weil sie eben auch nicht weiß, wie sie mit dieser Situation jetzt umgehen soll, weil sie hat damit wahrscheinlich auch einfach nicht gerechnet. Ist Elaine jetzt gerade einfach abgehauen? Oh mein Gott, sie ist einfach gegangen! Sie wusste wahrscheinlich, dass es Ärger gibt.
Aber dann wäre es cool, wenn sie zu Jeremy geht und sie fragt dann von wegen, hey, und du wusstest davon, dass die beiden Kontakt haben? Wäre schon cool gewesen, hättest du mir das erzählt so. Die sind gerade gute Freunde geworden. Ich glaube, er erklärt halt die Situation und ich glaube, Amaya kann das schon irgendwo nachvollziehen. Ist aber innerlich natürlich trotzdem enttäuscht. Sie muss natürlich jetzt überlegen, was sie jetzt macht, ne? Aber erstmal geht die gute duschen. Ich hatte ja eigentlich geplant, dass es anders rauskommen wird. Also, dass quasi die Schule sich irgendwann meldet und sagt, irgendwie ist ihre Tochter nie da, was soll das? Dass es jetzt so kommt, überrascht mich selber. Sie legt sich jetzt erstmal hin und ja, wahrscheinlich nutzt sie die Stunden, um drüber nachzudenken, wie es jetzt hier weitergehen wird. Jeremy hat gerade das Haus zerstört, super. Vater des Jahres auf jeden Fall. Achso, er repariert es wieder. Immerhin. Celeste wacht auf und sie weiß natürlich auch nicht so ganz, was die Situation jetzt sollte. Warum das jetzt so schwierig ist. So, Amaya steht jetzt auch auf und sie drückt erstmal ihre Liebe aus, weil sie möchte natürlich erstmal sagen, dass sie nichts falsch gemacht hat. Sie hätte sich einfach ja nur gewünscht, dass sie auch einfach darüber Bescheid weiß. Urbane Legende erzählen. Was, wenn sie jetzt dann quasi damit erklärt, was los ist? Weil guck mal, dann ist sie auch direkt angespannt. Und dann erklärt sie ja, dass sie eben von zu Hause weggelaufen ist und dass es einfach Schwierigkeiten gab, weil Mizuki und Elaine Probleme eben mit Jeremy hatten und sich darauf nicht einigen konnten, wie man damit umgehen soll. Dann ist Amaya eben weggelaufen. Und irgendwie ist danach dann Celeste entstanden. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass sie Probleme mit ihren Müttern hat. Und Celeste denkt sich daraufhin so, ja, irgendwie ist es lustig, Tatsachen herauszufinden bei Sachen, die mir vorenthalten wurden. Na gut, meinetwegen. Offensichtlich fühlt sie sich schlecht deswegen. Auch, dass diese ganze Situation so eskaliert ist. Aber ich glaube, Celeste nimmt das alles ganz gut auf. Und da ja Nacht in der Stadt ist, vielleicht nutzen wir heute einfach mal die Gelegenheit und gehen zusammen in ein Restaurant, um uns vielleicht mal ein bisschen auszusprechen. Das ist jetzt irgendwie wild. Vielleicht ist es aber doch auch ein bisschen schwierig. Vielleicht fragt sich Celeste, was habe ich denn damit zu tun? Solltest du nicht alleine mit denen reden? Weil sie versteht sich ja mit den beiden. Dann kann es ja erstmal schwierig sein. Das kann sich ja auch wieder ändern. Aber ich glaube, Amaya bleibt bei ihrer Idee. Und dann spielt sie ein bisschen gefühlvoll die Gitarre. Weil Musik war ja schon immer ihr Ventil. Und so kann sie sich wieder ein bisschen besser fühlen. Aber du, junge Dame, du gehst jetzt erstmal zur Schule. Und dann sehen wir weiter. Sie fühlt sich einfach jetzt schon besser. Und nebenbei denkt sie halt darüber nach, wie sie das Gespräch führen möchte. Und ob es überhaupt dazu kommt. Sie kann sich ja immer noch dazu entscheiden, einfach nicht aufzutauchen. Aber letztendlich möchte Amaya auch, dass da einfach Frieden herrscht. Morgen ist Silvester. Guck mal, die Wahrheit kommt ans Licht. 294 Simoleons. Nicht schlecht. Level 7 der Gitarrenfähigkeit. Wowie. Erwartungen mit Eltern festlegen. So perfekt, ne? Gar nicht mehr, dieses Spiel. Manchmal tut es einfach die besten Dinge. Sie schwankt die ganze Zeit zwischen Unwohlsein und Glücklichsein. Und ich glaube, das ist sehr akkurat, wie sie sich gerade einfach fühlt. Weil diese Situation, natürlich ist es schwierig. Einerseits freut sie sich natürlich, dass sie halt die Möglichkeit jetzt nutzen möchte, sich zu versöhnen. Dass sie sich auch bereit fühlt jetzt. Andererseits hat sie natürlich auch Angst vor diesem Gespräch. Es wird jetzt alles andere als einfach. Nee, nicht essen, Girl. Weil wir gehen jetzt ja gleich essen. Da musst du jetzt nichts von den Resten nehmen. Ich habe jetzt einen Joghurt essen lassen, weil sonst kriegt die ja gleich einen Raster, glaube ich. Sophia möchte vorbeikommen. Girl, wir haben leider keine Zeit. Nee, Celeste. Heute bringst du mal keinen mit. Ja, sie ist auch sehr sauer. Sie möchte das ja auch irgendwie nicht so ganz. Aber letztendlich lässt sie sich dann doch drauf ein. Wir haben ja hier unser Restaurant. Amaya, Elaine und Mizuki. Natürlich lädt Celeste die beiden ein, weil die würden wahrscheinlich nicht kommen, wenn Amaya sie einlädt, weil die ja eine rote Leiste haben. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Mizuki ist richtig glücklich und Elaine ist so, ja, sie weiß natürlich auch schon irgendwie, was kommen wird wahrscheinlich, ne? Hier, sie kann ja erstmal sagen, hey, es ist doch heute kostenlos, ich lade euch ein. Quasi. Und dann bitten wir um einen Tisch. Wir sitzen auch noch oben. Super. Nicht mal überdacht. Ah doch, es ist überdacht. Okay, immerhin. Dann bestellt doch erstmal und dann können sie immer noch reden. Ein O-Saft für die kleine Maus. Eine Fruchtbrause für Elaine. Ein Liebestrank für Mizuki. Und Amaya trinkt ein Sunset Valley. Ein Spinat-Pilz-Quiche für Amaya. Schoschlik-Spieße für Elaine. Ramen für Mizuki. Und ein Burrito für die kleine Mausi. So, und dann
Reden die auch schon von alleine? Hier, geschickte Entschuldigung. Ich meine, das wird natürlich nicht reichen, aber dass sie sich überhaupt hier mit an den Tisch setzen, das heißt ja schon total viel. Elaine und Celeste sind soeben gute Freunde geworden. Süß. Ich glaube, Celeste findet es gerade auch besser, als sie gedacht hat. Sie streiten sich auf jeden Fall weniger als gedacht. Ich hätte gedacht, dass hier mehr unangekündigte Beleidigungen kommen würden oder so. Gemeine Interaktion. Stattdessen sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Und du nimmst dir heute frei. Elaine braucht anscheinend trotzdem mal kurz eine Auszeit. Ja, ich glaube, es wird einen Moment dauern, bis sie sich wieder annähern können. Aber es ist schon mal gut, dass sie sich überhaupt zusammensetzen können, mal einen Moment reden. Mit Mizuki haben wir zumindest hier schon mal eine ganz kleine grüne Leiste wieder. Es sind die kleinen Schritte. Es wird bestimmt keine Sache sein, die man einfach vergessen kann. Aber vielleicht wird das alles wieder besser. Erwartungen festlegen. Das ist jetzt der Moment, worauf wir schon sehr lange warten. Das wäre vielleicht jetzt auch optimal. Oh, das sieht so lecky aus. Vielleicht hilft das mit den Erwartungen ja auch. Sehr schön. Oh, Fortschritt bei der Angstbekämpfung. Das ist so schön. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber jetzt werden die auch schon lustig miteinander und so. Also, es hat sich auf jeden Fall scheinbar schon gelockert. Ich kann mir auch vorstellen, dass Mizuki und Elaine gar nicht unbedingt sauer sind. Vielleicht auch nicht besonders nachtragend. Ich meine, sie haben ja regelmäßig nach Amaya gesehen. Die war ja immer in Sicherheit letztendlich. Da muss mal jemand ganz dringend auf Klo. So positiv über anderen Sim äußern. Jeremy. So nach dem Motto, hey, ich weiß, auch wenn ihr ihn nicht mögt, er ist der Vater eures Enkelkindes. Und er ist vielleicht kein perfekter Mensch, aber als Vater gibt er sich alle Mühe. Es wäre schon cool, wenn ihr ihn zumindest einfach mal als Person akzeptieren könntet. Und akzeptieren könntet, dass ich mit ihm zusammen bin und sich das nicht ändern wird, nur weil ihr das so möchtet. Das war ja so dieser Hauptpunkt, weshalb Amaya letztendlich gegangen ist. Jeremy und ich sind gerade nicht besonders gut aufeinander zu sprechen, da halte ich das nicht für eine gute Idee. Ist natürlich schade, aber es kann ja auch nicht alles mal perfekt laufen direkt, ne? Bin ja froh, dass sie sich überhaupt hier mal austauschen. Hat sie angefangen, hier ein Bild zu malen? Ja. Sie ist wohl doch noch mehr Kind, als wir dachten. Dann geben wir den Tisch mal auf. Warum hatten die sich jetzt angeschrien? Vielleicht war sie sauer wegen der Jeremy-Sache. Ich glaube im Großen und Ganzen, dass Mizuki ein bisschen kompromissbereiter ist als Elaine. Wir nehmen Celeste und gehen jetzt nach Hause. Ich bin total hin und her gerissen, ne? Wie das jetzt hier weiter verlaufen soll. Warum ist alles dreckig? Aber dann kann sie sich ja gleich selbst motivieren. Und dann tun wir so, dass sie das macht und sich anstrengt, dass da einfach vielleicht wieder eine bessere Beziehung zustande kommt. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn sie vielleicht nicht mit allem einverstanden ist. Das wäre jetzt meine Idee. Sie schafft das. Sie ist stark. Ja, du hast recht, Girl. Niemand hat gesagt, dass die Versöhnung mit den Eltern irgendwie ein einfaches Vorhaben wäre. Vor allem bei der Geschichte. Jetzt kann sie ein bisschen beruhigt schlafen gehen. Wieso bist du um 3 Uhr nachts schon ausgeschlafen? Schlaf ruhig noch weiter. 5:30 ist zumindest ein bisschen bessere Zeit. Immer noch extrem früh, besonders am Wochenende. Aber schon okay. Naja, ich glaube im Großen und Ganzen ist sie doch ganz glücklich, dass sie beim Gespräch dabei war. Zumindest wirkt sie sehr zufrieden gerade. Ich meine, vielleicht haben wir ja auch Lust, ein paar Leute für die Geburtstagsfeier einzuladen. Geburtstagsfeier. Vielleicht haben wir ja auch Lust, ein paar Leute einzuladen. Sie kann ja Amaya mal fragen, quasi, ob das okay wäre. Und Amaya denkt sich so, eigentlich ist es ja eine gute Idee, oder? Haben ja keinen Nachteil davon. Außerdem können wir uns dann auch bedanken fürs Winterfest, wo wir ja woanders gefeiert haben. Ich würde das Ganze als Hausparty deklarieren, glaube ich. Jeremy natürlich, Luna kann kommen, Sophia kann kommen, Cherry kommt. Vielleicht laden wir Yanko auch ein. Mizuki, Paul, Elaine. Ja, das ist doch schon mal eine ganz gute Auswahl, oder? Wir laden natürlich hiervon niemanden ein. Wir bleiben natürlich hier zu Hause. Um 20 Uhr treffen wir uns aber erst. Das sollte reichen. So, sie möchte einen Vorsatz fassen. Ein Bestreben Meilenstein abschließen. Macht, glaube ich, Sinn. Ich meine, lernen Fahrrad zu fahren, ich weiß, aber wir haben jetzt ja auch Frühling dann. Und dann kann sie sich darum ja auch kümmern. Besser in der Schule werden. Sie geht doch nicht mehr zur Schule. Ich glaube, dann nämlich bei ihr Fähigkeit verbessern. Sie ist ja schon sehr ambitioniert eigentlich, also macht das eigentlich am meisten Sinn? Wir können ja, es gibt doch jetzt diese kleine Bar hier, die nur ein Teil weit ist. Die können wir nämlich hier hinstellen. Dann stört die uns nämlich nicht. Aber die verstehen sich gerade ganz gut. Ja, vielleicht ist Celeste gerade einfach ganz froh, dass
Amaya zugestimmt hat, dass die Hausparty, glaube ich, ganz cool werden könnte. Wollen sie natürlich auch einen schönen Tag machen, ne? Nur weil die jetzt mal ein bisschen Stress miteinander haben, heißt es ja nicht, dass die sich jetzt kacke finden. Meine Frisur ist auseinandergegangen, deswegen ist das jetzt mein Moment, um euch zu sagen, dass hier wahrscheinlich dieser Part enden soll. Die Party, die findet dann im nächsten Part statt. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir das Ganze hier weiterführen sollen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denn manchmal bin ich hier auch überfragt, was hier alles immer passiert. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!